Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin's, euer Fabian. Und ja, viel Spaß beim Video. Hallo Leute. Doch. Ding Dong. Moin. Ja. Einmal dieses kleine Paketchen für Yves, einmal eine Unterschrift. Dankeschön. Schönen Tag noch. Auch ein bisschen spät, muss ja das nachholen von gestern. Poststelle Mainburg. Wirken am Apparat. Ja, hallo, hier spricht die Feuerwache 1 vom Mainburg. Wir hatten letztens ein Paket bestellt aus Witting. Aus Witting, genau. Aus Övergönne. Ist das Paket schon bei Ihnen angekommen? Das war vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen, sagen Sie? Ich weiß nicht, Also, ich bin im Moment noch auf der Strecke, also ich guck gleich mal, ob ich was für Sie habe, aber ich fahre gleich sowieso zu Ihnen. Okay. Glauben Sie, wir fahren jetzt schneller zu uns, als Sie eigentlich denken. Warum? Hast du den Melder nicht gehört? EW1F1, Ausfahrt kommen. Verstanden. Junge, wo warst du? Patrick wusste doch, dass ich bei der Feuerwehr bin. Weil ich genau wusste, wer bei der Post ist hier. Oh. Für meinen Kollegen doch. Den besten Kollegen. Ah, Warnblinker will ich nicht gerne haben. Fahre ich auch mal auf dem Parkplatz. Ich muss, habe ja keine Sonderrechte hier. Ja, der RW ist noch nicht raus, wa? Nehme ich den gleich mit. Moin. Ja, springt die gleich auch um den RW? Jo. Na, 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 Elf ist besetzt. na, Nice. na, 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 ja, trotzdem anklicken, dann besetzt du das. Na, na, na. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Na, du bist auch scheiße. Ah, la 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 la. Oh, was ist denn heute los? Wann kann ich denn kein Auto mehr fahren? Das ist heute. Ich hab jetzt damit gerechnet, dass du das genau du sagst, Thomas. Seit wann kannst du Auto fahren? Was schon wieder so ein RTW. EW1F1 an Leitstelle. Leitstelle. Folgende Lagemeldung. VU hat sich bestätigt. Ein Auto auf der Seite. Ja, dass er sich bestätigt hat, das konnten wir uns denken. Und ja. EW1F1 an alle anrückenden Kräfte. 12:45 1 hört. Folgende Lagemeldung. ADAC auf der Seite eine Person und eine Kopfverletzung. Er wird schon vom RTW behandelt und eine Person eingeklemmt. Ja, der RTW bräuchte gleich Hilfe bei Personenrettung vom ADAC-Fahrzeug. Da kümmert ihr euch zu, kümmert Thomas Team sich rund. Thomas, Eyo. einmal Matizorn aus. Was Danke. ist das da? Hey doch, du stehst genau hinter mir. Ja, und der RW kümmert sich bitte um die andere Person. 12:45 1 meldet Rüstwagen defekt. Außer Why? Betrieb Status 6. Nice. Gut, dann müssen wir es woanders machen, oder? Da kümmert sich das HLF drum.
So, Angriffstrupp mit Schere-Spreize zur Personenrettung vor. Wassertrupp, drei Wochen Brandschutz sicherstellen. Schlauchtrupp, Wasserversorgung zum HLF aufbauen. No whisper target found. Wenn euch nicht beeilt, gibt es Kettensäge unter Messer. Kettensäge unter Messer, nice. So, Unterbauklötze, da. Ja, bock die Fahrzeuge auf. Hier vorne auch noch. So, Stabilisator. Wir haben einen auf dem Fahrzeug. Ne, sogar zwei hier. Vorsicht, ich gebe euch runter. Und der zweite. Ich hole auch schon mal Besen und Schaufeln könnt ihr gleich. Thomas, kannst du jetzt mal den Typen aus dem ADRT-Wagen? Ich stehe gerade den Brandschutz sicher. So. Bist du witzig? Fahrzeug stabilisieren. Dein ADT ist schon dabei. Ja. Du guckst. So will ich das sehen. Mit Kernsäge in der Hand. Hier, Thomas. Aber noch nicht freischneiden. Wir haben das Fahrzeug gerade mal stabilisiert, ne? Mach nur das, was mein Ansatz hätte mir befehlt. Ja, aber ich. Die Person im ADAC muss dringend befreit werden. Ja, die hier auch. So, Schere, Spreizer. Ihr geht hier vor. Thomas, teilt deine Jungs eben ein, dass die gleichzeitig, während wir befreien, hier das Dach aufschneiden, dass ihr den auch rauskriegt. Ja, wir sind schon dabei. Brandschutz ist auch schon sichergestellt. Angriffstrupp befragt die Person hier. Lauftrupp ist, sobald der fertig ist, kann noch weiter unterstützen. Einsatzleitung an alle. Lagemeldung. Person aus dem kleinen Dodge Challenger ist befreit und wird jetzt in den RTW überbracht. Ja, Person im das Dach vom ADAC-Fahrzeug ist gleich offen. Letzte Scheibe wurde gerade durchtrennt. Klappen ist das Dach um und befreien dann die Person. Ja, verstanden. So, seid vorsichtig. Nicht, dass er was an der Halswirbel soll oder. Ja. Der Rettungsdienst muss ihn sowieso erst nochmal checken und mit Notarzt. Aber wo bleibt denn der letzte Rettungswagen, Thomas? Wo bleibt der? Ich weiß nicht. Gucken, wo er bleibt. Gruppenführer 12. 45 1 an LS sag ich jetzt schon Leitstelle. 12 11 1 von Gruppenführer 12 45 1 kommen. 12 11 1 hört. Ja, Frage, wo bleibt denn der zweite Rettungswagen? Wir haben die Person gleich befreit. Keine Ahnung, ich frag Leitstelle. 12 11 1 an Leitstelle. Leitstelle hört. Wo bleibt der zweite Rettungswagen? Die zweite Person. Ja, wir fragen den Rettungsdienst nach. RTW 2 von Leitstelle kommen. RTW hört. Ja, Frage, Ihr Standort? Ja, gerade Hauptstraße, Feld 21. Ja, das verstanden. Sie werden dringendst an der Einsatzstelle benötigt. Legen Sie mal einen Zahn zu. Ja, wir fahren schon mit 80 über die. 12-11-1 von Leitstelle kommen. Rettungswagen ist gleich bei Ihnen an der Einsatzstelle. Verstanden. RTW an Leitstand sind am Einsatzort angekommen. Ja, das ist verstanden. Wir brauchen den RTW sofort hier am ADAC-Fahrzeug. Hier. Fahren Sie mal Ihr Fahrzeug bitte ein bisschen weiter weg. Besten Dank. So, Trupp, Person rausholen und in RTW bringen. Auf mein Kommando. 1, 2, 3. Hört! Fabian, du fährst. Nee, ich hab keine Zeit. So, den Rest kennt ihr hier auch. Aufräumen, abstreuen. Ich würde sagen,
Das war's. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.